Moment mal. Es gibt nichts zu feiern. Die Bombe tickt ja noch. Uns geht die Zeit aus. Was machen wir nur? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Princess Peach Showtime. Hallo Detektivin. Ein guter Hilfsdetektiv kommt immer 5 Minuten zu früh und deshalb bin ich schon hier. Ich brauche deine Hilfe, weil sich ein Verdächtiger in der Stadt herumtreiben soll. Er geht wohl jeden Tag diese Straße entlang. Halten wir hier nach ihm Ausschau. Okay, das machen wir. Lalalala, wir beobachten gar nicht. Im Uhrenladen wurde eingebrochen. Ich bin wie immer spät dran. Ah, guck mal. Hä? Das muss er sein. Naja, ich muss weiter. Vielleicht erfahren wir, was er vorhat, wenn wir ihm unbemerkt folgen. Okay, das machen wir. Ich glaube, er dreht sich zu und schnell verstecken. Hui. Das war Rettung in letzter Sekunde. Können wir da rein? Ist da vielleicht ein Funkelstern? Oh, Moment. Oh, ja, okay, okay. Ja, ja, ich sehe schon. Ich muss mal besser darauf achten, dass ich mich im richtigen Moment irgendwo verstecke. Glatt erwischt. Okay, ein Meisterdetektiv bin ich persönlich nicht. Prinzessin Peach vielleicht schon, ich aber nicht. Zeit, den Laden aufzumachen. Ja, wir laufen hier mal mit. Okay. Puh. Und wo soll der Laden sein? Da hat er nicht mal eine Tür. Schnell weg hier. Der hat was fallen gelassen. Das könnte ein wichtiger Hinweis für uns sein. Schauen wir uns das mal genauer an. Der Plan läuft wie am Schnürchen. Die, ihr wisst schon was, ist bald bereit. Wir treffen uns im Versteck. Passt auf, dass man euch nicht folgt. Es gibt also einen großen Plan. Aber wo ist der Verdächtige hin? Tja, genau das müssen wir jetzt in Erfahrung bringen. Also gibt es hier auf der linken Seite noch etwas? Ich interessiere mich vor allem für Funkelsteine. Aber so auf dem ersten Blick muss ich sagen, nee, Fehlanzeige. Nee. Was mit der Telefonzelle? Die finde ich auch sehr verdächtig. Aber da kann ich nicht reingehen. Interessant. Also weder reingehen noch ist außen irgendetwas. Nee, gar nicht. Komisch. Nun gut, nun gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir doch mal weiter. In der Notiz stand uns, also eine Bande. Hat das etwas mit unserem letzten Fall zu tun? Das könnte sein. Okay, hier ist eine Pfütze. Da ist eine Pfütze. Hat es etwa vor kurzem geregnet? Nicht, dass ich wüsste. Oh, schaut mal, das sieht doch auffällig aus, oder? Hier liegen alle möglichen Dinge herum. Ob sie zu einem der Läden hier gehören? Ich habe einen Geistesblitz. Der Täter muss da durchgelaufen sein. Erkannt an den Spuren. Sehr gut. Da ist er also hin. Und was haben wir hier noch? In letzter Zeit gab es so viele Verbrechen. Ob der Verdächtige dorthin gegangen ist? Nee, ich glaube nicht. Es passieren so viele Dinge. Wie? Jemand Verdächtiges? Nein, ich bin schon länger hier und habe niemanden gesehen. Ob mir etwas Seltsames aufgefallen ist? Naja, ich hörte jemanden durch eine Pfütze laufen. Ich bin doch viel zu fein, um mir die Schuhe in einer Pfütze schmutzig zu machen. Deswegen gab es auch die Fußspuren. Nur eines dieser drei Gemälde ist ein Original. Des bekannten Malers Victor Fantastisch. Ich gebe dir ein kleines Geschenk, wenn du herausfindest, welches es ist. Okay. Drei Gemälde. Ich liebe die Werke von Victor Fantastisch, aber ich weiß wirklich nicht, welches davon echt ist. Bitte, finde heraus, welches Gemälde echt ist. Okay, ja, mache ich, aber ich habe noch keinen Hinweis bekommen, oder? Das Gemälde mit dem Schloss wurde nicht von mir gemalt. Lass dich nicht täuschen. Bist du der Maler? Wer ich bin? Einfach nur ein Künstler, niemand Wichtiges. Ah, ein sehr bodenständiger Künstler, wenn das fantastisch ist. Also er hat das nicht mit dem Schloss gemalt, aber auch kein Eigenporträt, oder? Eine friedliche Stadt von Victor Fantastisch. Ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, dass es das hier ist. Oder hat er sich selbst gemalt? Ah, nee, Quatsch! Oh! Das ist... Ach so, ja, okay, aber ich wäre trotzdem nicht drauf gekommen. Dann muss das aber das Richtige sein.
Ein außergewöhnlicher Detektiv von Victor Fantastisch. Victor Fantastisch ist ja nur der Maler, nicht der Meisterdetektiv. Dementsprechend ist das kein Selbstporträt. Er hat nämlich den Funkeli porträtiert. Du hast ein großartiges Auge für Schönheit. Dieser echte Fantastisch soll dir gehören. Ich wusste, dass du dieses Rätsel lösen kannst. Beeindruckende Detektivarbeit. Was sagst du? Dieses Gemälde ist für mich? Sehr gut. Ich danke dir. Dann ist dies für dich. Eine Schleife. Du hast uns etwas gezeigt, für das es nur ein Wort gibt. Fantastisch. Du meinst eher katztastisch. Okay, interessant. Und dann können wir theoretisch weiter. Gibt es keinen Funkelstein oder sowas? Na gut. Schauen wir mal weiter. Oh, tut mir leid. Ich mach dir sofort den Weg frei. Dankeschön. Da ist er wieder. Diesmal entwischt er uns nicht. Genau, diesmal verfolgen wir ihn. Ich werde den Laden eine Weile schließen. Nein, nicht jetzt! Okay, ich bin zu nah dran. Ich sehe schon. Oh, irgendwie habe ich mich gerade noch so versteckt. Folgen wir ihm mal. In den Laden können wir leider nicht gehen. Schön ruhig halten. So. Uiuiui, oh nee. Du hast doch mit Absicht umgeschmissen, oder? Ja, ich weiß, dass ich zu nah dran bin, aber so schnell kann ich mich jetzt nicht verstecken. Ich hätte die Tür nehmen müssen. Na gut. Egal, ein Herz verloren, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe noch genug Herzen. Ich kann da nicht rein. Mein Kumpel wohnt in Mietshaus. Dort die Straße runter. Vielleicht lädt er mich mal ein. Okay. Mein Mitbewohner und ich sind vor kurzem in die Wohnung mit dem Blütenrelief eingezogen. Aha. Hier ist nichts. Dann können wir weiter. Was ist mit dir los? Jemand Verdächtiges? Ja klar, beim Mietshaus. Dort habe ich jemand gesehen. Beim Mietshaus. Und was ist hier? Diese Tür steht etwas offen. Oh, sieh mal. Münzen. Okay, Münzen genommen und einfach die Tür geschlossen. Ja, komisch, dass ich da nicht rein kann. Das wäre doch optimal für einen Bonusraum, oder? Für irgendetwas in diese Richtung. Okay, soll wohl nicht sein. Nicht für Prinzessin Peach. Dann lasst uns lieber mal weiter. Schauen wir mal nach. Oh. Man munkelt, dass sich hier irgendwo ein Banditenversteck befinden soll. Ach ja? Ja, hier irgendwo in einem der Mietshäuser. Wir können jetzt die, ihr wisst schon, was fertigstellen. Treffen wir uns im Versteck. Oh weh, oh weh, oh weh. Herz Nummer 4. Und nu? Was machen wir jetzt? Jemand Verdächtiges? Ich habe niemanden gesehen. Vielleicht ging er in eins der Häuser. Hoffentlich nicht in das von meinem Bruder und mir. Wir wohnen in der Wohnung ganz rechts. Okay, ganz rechts. Dann ist das auf jeden Fall nicht das verdächtige Haus oder die verdächtige Wohnung. Aber hier ist was Verdächtiges. Ein verdächtiger Bonusraum. Und ja, man sieht es schon funkeln. Das ist ja eine wirklich große Holzkiste. Ist an ihr irgendetwas besonders? Natürlich! Da kommt mir doch glatt ein Geistesblitz. Ich habe irgendwo einen Funkelstein vergessen. Das war doch klar. Hoffentlich in diesem Bereich, in dem ich mich gerade befinde und nicht im letzten. Vielleicht doch am Anfang in der Telefonzelle. Oh nee! Okay, wir schauen mal weiter. Also ganz rechts ist er nicht. Entweder links oder in der Mitte. Man munkelt, dass sich hier irgendwo ein Banditenversteck. Ja, genau. Wir haben ja eigentlich schon alle Informationen bekommen. Aus dieser Tür sind die Münzen gefallen. Was hast du nochmal gesagt? Mietshaus. Ja, okay, aber kein bestimmtes. Irgendwo. Ich gehe nochmal die Hinweise durch. Mein Kumpel wohnt im Mietshaus, dort die Straße runter. Ja, okay, auch nicht hinweisend. In das Haus mit dem Blütenrelief sind sie eingezogen. Bedeutet das, dass eins der Häuser in Anführungszeichen leer steht? Oder bedeutet das, dass der Freund vielleicht ein Übeltäter ist? Das kann man jetzt so oder so deuten. Oder denke ich zu kompliziert? Manchmal oder oft ist es ja so, dass wir Erwachsenen zu kompliziert denken.
So, das ist ja das Blütenrelief. So lese ich das. Über dieses Tür gibt es ein Blattrelief. Dann ist das... Ach, das ist die Blüte. Ich dachte, es wäre ein Stern. Okay, ich... Ja, ich habe mich selbst verwirrt. Ich probiere es mal hier. Wenn nicht, dann ist es die Mitte. Okay, es ist die Mitte. Ja, Mensch. Oh. Aber jetzt. Über dieser Tür gibt es ein Blattrelief. Genau, und hier ist es. Ich hätte B drücken müssen. Nicht A. Nur mit B aktiviere ich den Geistesblitz. Haha. Da steckt der Übeltäter. Da ist ein geheimnisvoller Durchgang. Das wird ja immer dubioser. Sehr gut, das war Funkelstern Nummer 1. Aber sollen wir hier trotzdem mal aufmachen? Aus Spaß, ich will mal wissen, wer dort wohnt. Das sind alle Häuser geöffnet. Komm raus! Hey, ich war gerade auf dem Klo. Oh, Entschuldigung. Okay, dann lass uns jetzt schnell hier rein. Leise, ganz leise. Da, die Gauner. Schon bald wird diese Stadt unser Geheimnis an einen geheimen Ort. Und fertig. Sieht super aus. Die Bombe ist bereit. Hast du das gerade, Bombe? Was? Wer ist da? Sie haben uns erwischt. Uns läuft die Zeit weg. Wartet! Oh nein, sie wollen ihren Plan in die Tat umsetzen. Moment. Diese Pfeile zeigen hierher. Da muss auch irgendetwas Spannendes sein. Und? Aha. Eine Holzkiste. Eine Schatztruhe. Machen wir sie doch mal auf. Okay, ein paar Münzen. Was haben wir hier Schönes? Eine Schatztruhe. Machen wir sie doch auch mal auf. Und dann kann ich hier schon wieder raus. Raus aus diesem Bereich. Okay. So, der regt sich gerade auf. Was ich aber auch verstehe. Wo sind wir hier gelandet? Erstmal genau, das Herz eingesammelt. Und hier. Eine Schatztruhe. Machen wir sie doch mal auf. Ja, das ist so typisch für Detektivin Peach. Die macht einfach fremde Sachen auf. Okay. Alles klar. Das ist ja furchtbar. Sie wollen etwas in die Luft sprengen. Aber wenn wir wissen, was ihr Ziel ist, können wir sie aufhalten. Du bist doch Detektivin. Weißt du, wo sie ihre Bombe platzieren wollen? Ja, im Moment noch nicht, aber genau das wollen wir herausfinden. Das sieht wie eine Karte aus. Ob das irgendetwas mit ihrem Plan zu tun hat? Ja, die sind gerade auf dem Weg zu irgendeiner Stelle. Aber wohin? Wir brauchen mehr Hinweise. Oh je, das sind richtig gefährliche Chemikalien. Wollten sie damit Bomben herstellen? Nanu, da ist noch etwas anderes. Ja, Münzen. Die brauchen wir jetzt aber nicht. Platzieren an Glocke. Detonation Mitternacht. Hier stand ihr Plan, aber man erkennt nur einzelne Wörter. Das Blatt wurde herausgerissen. Glocke. Ich meine, das ist doch klar. Dann muss es das sein, oder? Das ist ein exakter Nachbau des Uhrenturms der Stadt. Wir schauen trotzdem mal nach weiteren Hinweisen. Ein Modell des Museums. Sieht bekannt aus, oder? Ja, aber keine Glocke hängt da dran. Seht euch nur die ganzen Bomben an. Wenn auch nur eine von ihnen losgeht. Ein Teleskop. Haben Sie etwa die Sterne betrachtet? Sehen wir doch mal hindurch. Okay. Worauf ist es gerichtet? Ja, nicht direkt auf den Glockenturm oder Uhrenturm, aber er war da sichtbar. Das Modell einer großen Brücke in der Stadt. Auch keine Glocke. Das ist das Ziel. Der Uhrenturm ist die Stelle, wo die Bombe platziert wird. Und genau da müssen wir schleunigst hin. Kein Fall zu schwer für Detektivin Peach. Ah, sie haben also den Uhrenturm im Visier. Ich wusste, du würdest sie durchschauen. Wir müssen die Polizei verständigen. Und wir sollten schnell zum Uhrenturm gehen. Genau, ruf du die Polizei an. Oh, es regnet sogar in diesem Theaterstück. Danke, dass du uns wieder bei einem Fall hilfst. Wir konnten bestätigen, dass drei Personen mit einer Bombe dieses Gebäude betreten haben. Wir gehen jetzt rein. Okay, ich komme gleich nach. Ich schaue mich hier draußen noch um. Vielleicht sind die Gauner hier draußen. Nein, aber ein Funkelstein ist hier draußen. Nummer 4. Drei fehlen noch.
Und hier gibt es einen Bonusraum. Oder auch nicht, aber dafür ein paar Münzen. Hier entlang. Okay, dann lasst uns mal reingehen. Oh nein! Man sieht sich. Oh nee, sie sind zu schnell gewesen. Wir sollten den Aufzug nehmen, um ihnen zu folgen. Okay, aber was müssen wir hier tun? Oh, Menno, Menno, so viele Schlüssel. Sollen damit Unbefugte abgeschreckt werden? Etwas übertrieben, wenn du mich fragst. Irgendwie müssen wir es schaffen, den Aufzug in Betrieb zu setzen. Dazu brauchen wir den richtigen Schlüssel. Jetzt habe ich so lange Zahlen angestarrt, dass mir schon richtig der Kopf schwirrt. Da ist keine Treppe? Das ist ein Problem. Ja, leider. Mit dem richtigen Schlüssel sollte der Aufzug funktionieren. Aha. Hier haben sie sich ja ganz schön ausgetobt. Also auf dem Kasten steht eine 6. Aufzugsteuerung. Mit einem Zahlenschlüssel kann man mit dem Aufzug zum entsprechenden Stockwerk fahren. Brauchen wir dann Schlüssel Nummer 6? Okay, also es gäbe die 9. Die ist... Ah, die steht auch nicht richtig. Seht ihr das? Wir brauchen einen Aufzug in den 6. Stock. Ja, dann kann es eigentlich nur die 9 sein. Denn die 9 ist eigentlich die 6. Wenn man sie dreht, dann ist das nämlich eine 6. Vor allem steht sie nicht richtig an der Position. Die 9 sieht aus, als würde sie gleich runterfallen. Ja, oder? Also ich gehe jetzt mal davon aus. Außer man muss was addieren. Nee, das ist es. Ja. Yeah. Das war ein nettes Rätsel. Oh, da ist ja in Wirklichkeit der Schlüssel für den 6. Stock. Perfekt. Damit können wir jetzt den Aufzug in Betrieb nehmen. Und genau das machen wir jetzt. Schlüssel rein und der Aufzug funktioniert. Da kommt er wieder heruntergefahren. Super. Das ist nämlich eine detektivische Meisterleistung. Du hast es geschafft. Jetzt können wir ihnen folgen. Los, alle mal rein. Gehen wir. Ja, kommt alle mit. Uns kann kein Rätsel aufhalten, solange wir eine Detektivin wie dich haben. Ja, danke schön, danke schön. Können wir die anderen Schlüssel auch mitnehmen? Was ist das hier? Diese Zahl wurde übermalt. Man kann nicht erkennen, was da einmal stand. Ist auch unwichtig, denn mehr gibt es nicht. Ich hoffe, dass ich keinen Funkelstein verpasst habe, aber diese Sorge habe ich immer wieder. So, und wir sind oben. Cool. Was machen wir jetzt hier? Was ist das denn? Oh, hier geht's wieder runter. Okay, interessant. Aber so war das nicht geplant. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Nein. Oh, doch! Was machst du denn hier? Als ob wir den Übeltäter da nicht sehen, oder? Ich komme gleich wieder zu ihm. Ich schaue mich noch ganz kurz hier oben um. Oh, da geht's raus. Die Banditen können auf diesem Stockwerk sein. Sei vorsichtig. Sie verstecken sich oben im Uhrenturm. Alle Polizisten zu mir! Die Tür steht offen. Jetzt können wir sie erwischen. Okay, okay, aber Moment mal. Da unten ist noch einer. Dann lasst uns... Oh, die Polizisten sind gerade hochgefahren. Habt ihr gesehen? Wie cool. Wie cool, dass es gleichzeitig passiert. So, aber jetzt. Da habe ich sofort einen Geistesblitz. Ein Rohr. Vielleicht gehört es zu dem Mechanismus, mit dem die Uhr betrieben wird. Ich glaube eher, dass sich dahinter einer von der Sauertruppe versteckt. Oh, Menno! Voll erwischt. Aha. Einer von ihnen hatte sich also dort versteckt. Zum Glück haben wir eine clevere Detektivin. Heraus damit! Wo ist die Bombe? Hier ist die Bombe nicht, aber verschwendet ruhig noch mehr Zeit. Was für eine Nervensäge. Geht ihr weiter. Ich kümmere mich hier um alles. Of course. Natürlich. Wieder ein Funkelstein. Damit hätten wir schon mal 5. 2 fehlen noch. Was steht hier noch? Diese Maschine sieht sehr kompliziert aus. Lass mir besser die Finger davon. Hey, dahinter ist etwas. Ein paar Münzen. Okay, das war's dann tatsächlich hier. Für uns heißt es nun weiter. Mit dem Spaß. So viele Dokumente. Am besten rühren wir sie nicht an, sonst bringen wir was durcheinander. Und darunter glänzt ja etwas. Überall die Münzen. Ja, irgendwie muss man ja auch als Detektivin Münzen sammeln. Eine andere Interaktionsmöglichkeit gibt es hier ja nicht. Nicht auf unaufmerksam werden. Wir können nicht zulassen, dass sie uns entwischen. Los, schnell hinterher.
Die Tür steht offen. Jetzt können wir sie erwischen. Okay. Wollen wir doch mal nachsehen, wo sie sich gerade befinden. An mir. Kommt ihr nicht vorbei. Ach ja? Nimm ihn fest. Sehr gut. Übergib uns sofort die Bombe. Wie? Du hast sie nicht dabei? Wo ist sie denn dann? Rede! Sucht, solange ihr wollt. Im obersten Stock ist sie jedenfalls nicht. Wir werden die Wahrheit schon erfahren. Nutze dein detektivisches Können, um herauszufinden, wo die Bombe ist. Okay, das mache ich. Dann wollen wir doch mal nachsehen. Sei gegrüßt, Detektivin. Wir haben die unteren Stockwerke gründlich abgesucht, aber keine Bombe gefunden. Das hier habe ich allerdings gefunden. Das ist sicher eine Verwendung dafür. Herzen sind ja nie verkehrt. Tja, er sagt, dass die Bombe nicht im obersten Stockwerk ist. Dann fragen wir ihn weiter aus. Nutze dein detektivisches Können, um herauszufinden, wo die Bombe ist. Ja, und die anderen sagen nichts? Na gut, vielleicht stimmt das ja gar nicht und die Bombe ist wirklich oben. Und er versucht uns nur abzulenken. Und sagt deswegen, dass die Bombe nicht oben ist. Was sagt der? Detektivin, ich habe eine Idee. Gehen wir doch mal hier rein. Okay. Interessant. Der will uns doch bestimmt hereinlegen. Die Bombe muss im obersten Stockwerk sein. Oh, wow. Ja, vielleicht da oben irgendwo bei der Glocke. Ja, könnte sein, oder? Was haben wir hier noch? Was ist das? Ein Teil von etwas? Aber wo gehört es hin? Keine Ahnung, Stella. Ich finde es aber auch sehr interessant. Was sind das für Teile? Zu was dieses Teil wohl gehört? Warum sollte es jemand verstecken? Das weiß ich allerdings auch nicht. Zuerst einmal müssen wir ins oberste Stockwerk gelangen. Aber wie kommen wir dorthin? Ja, wir finden schon einen Weg. Viel erkundet haben wir hier vorne ja noch nicht. Schaut mal, da ist ein Handabdruck. Was könnte da drin sein? Da ist etwas drin. Das sieht wie ein Teil von etwas aus. Vielleicht von einem Zahnrad? Jetzt haben wir zumindest mal drei. Und hier sind drei Segmente. Wir sollten hier alle Teile sammeln, die wir finden. 1, 2 und 3. Sehr gut, da bewegt sich was. Der Aufzug ist nun für uns erreichbar. Und zack, jetzt sind wir hier oben. Und da ist ein kaputtes Zahnrad. Das Zahnrad ist in mehrere Teile zerbrochen. So können wir es nicht verwenden. Ja, leider nicht. Aber was haben wir hier? Gut, mit diesem Mechanismus öffnet und schließt man also den Schacht. Oh, wenn man genau hinsieht, erkennt man, wie er mit den Zahnrädern verbunden ist. Hier ist was. Hier könnte man etwas verbinden mit einem Zahnrad. Ob wir mit diesem Zahnrad wohl etwas anfangen können? Das werden wir gleich herausfinden. Oh, schaut mal, wer da ist. Der nächste Übeltäter. Das ist ja ein ganz schön großes Zahnrad. Nicht nur das, Stella. Schau mal, wer sich dahinter verbirgt. Komm raus, du kleiner Schuft. Raus mit dir. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier einen von ihnen finden. Gut gemacht. Weiter so, werte Detektivin. Ja, mich habt ihr vielleicht erwischt, aber die Bombe tickt noch. Tick, tick, tick. Überlass diesen Nichtsnutz ruhig mir. Finde du die Bombe. Of course. Mach ich. Vielen Dank auch für den Funkelstern. So. Dann würde ich sagen, ah ja, okay, hat funktioniert und wir kommen raus. Der Schacht hat sich geöffnet. Das muss doch die Lösung sein, oder? Ach, schaut mal, ich könnte auch alternativ auf der anderen Seite rauskommen. Was mir aber anscheinend nichts bringt. Du hast einen Schlüssel gefunden. Was macht der denn hier draußen? Naja, Hauptsache wir haben ihn jetzt. Mit dem Schlüssel kommen wir jetzt in das oberste Stockwerk. Und wo man diesen einsetzen muss, seht ihr bestimmt auch schon. Hier ist nämlich ein Schlüsselloch. Zack. Und der Aufzug kommt herunter. Da Prinzessin Peach Sherlockchen Holmes ist, ist mein Hilfsdetektiv bestimmt Watson. Sherlockchen Holmes und Watson.
Ein Tuch, darunter liegt etwas Rechteckiges. Ja, okay, erstmal gucken. Aber ich habe die Bombe schon gesehen, ihr auch. Als man mit dem Aufzug hochgefahren ist, hat man gesehen, dass die an der Uhr hängt. Die Glocke des Uhrenturms ist enorm, oder? Ja, also ich meinte mit Uhr natürlich die Glocke. Also das war jetzt nicht schwer. Wir müssen sie entschärfen. Können wir das Entschärfungskommando rufen? Entschuldigung, was machen wir denn jetzt? Entschärfungskommando. Moment mal, es gibt nichts zu feiern. Noch 10 Sekunden. Uns geht die Zeit aus. Was machen wir nur? Oh, gute Idee. Direkt unter diesem Fenster ist ein Fluss. Schnell, Watson. Wirf das Teil aus dem Fenster, bevor es zu spät ist. Der ist sogar gestolpert. Aber Pete hat noch geholfen. Wow. Wie cool das in Szene gesetzt war. Stark, das hat mir gut gefallen. Da fand ich sogar diese Detektivaufgabe cooler als die erste. Die hat echt Spaß gemacht. Schöne, schöne Herausforderung. Tolles Rätsel. Detektivenschleife erhalten. Sehr gut. Fortsetzung folgt. Oh ja. Das wird auf jeden Fall hier noch sehr interessant werden. Vor allem, weil uns ja noch eine weitere Verwandlung erwartet. Eine, die wir alle noch gar nicht kennen. Und im Keller wartet schon die Detektiv-Herausforderung auf uns. Doch wie wird es hier weitergehen? Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Tippt doch mal auf dieses Video. Da seht ihr, wie Lego Mario seinen Bruder Luigi retten muss. Ob er das schaffen wird? Bleibt katztastisch!